herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von StarTouch. Heute ist Laura Oswald mein Gast. Hallihallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die erneute Einladung. Ja, du bist ja schon zum zweiten Mal bei StarTouch und dass du heute hier bist, das hat ja einen guten Grund, denn Doctor's Diary geht endlich wieder los. Genau, und zwar am 3. August um 20.15 Uhr wieder auf RTL natürlich. Ja, Gott sei Dank. Lange haben wir drauf gewartet. Ja. Vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz am Anfang für alle Zuschauer, die Serie vielleicht nicht kennen, zusammenfassen, worum es geht. Ja, kann ich gerne. Mhm. Also es ist eine Dramedy, eine Mischung aus Drama und Comedy. Das ist so ein amerikanischer Ausdruck dafür. Ist halt zum Teil lustig, kann aber auch ins Traurige und Tragische abrutschen. Mhm. Und im Grunde geht es um Gretchen Hase. Die wird gespielt von Diana Amf. Das ist eine, ich würde nicht sagen übergewichtige, aber doch vielleicht leicht pummelige Ärztin. Und es ist so ein bisschen Bridget Jones-mäßig angelegt. Ne? Sie hat mit ihrer Figur ein wenig Probleme und es gibt eben die beiden Männer des Herzens, die sich quasi um sie prügeln und sie ist in den einen verliebt und die typischen Herzschmerzgeschichten. Und ich für meinen Teil bin die gemeine, fiese, unglaublich hinterhältige Schwester Gabi. Ja, und ihr habt unheimlich viel Erfolg gehabt, auch letztes Jahr schon mit der Serie. Ne? Das ja. ist nämlich gut angelaufen, ihr habt auch Preise gewonnen. Ne? Ja, den Fernsehpreis haben wir gewonnen, den Comedypreis und sogar den Grimme-Preis, worauf mein Vater, glaube ich, besonders stolz ist. Mhm. Wie viele Folgen habt ihr produziert? Also es geht los mit einem 90-Minüter, also quasi wieder als Pilot und danach kommen noch 6 weitere 45-Minüter. Okay. Und wie kann ich mir die Dreharbeiten vorstellen? Wo habt ihr gedreht? Wie lange ging das? Also wir haben in und um Berlin gedreht. Mhm. Die Klinik, in der wir agieren, ist wieder am Wannsee. Das ist diese stillgelegte Lungenklinik zum Heckeshorn. Mhm. Und ja, man fühlt sich da schon so wie in einem echten Krankenhaus. Vor allem ist es auch sehr lustig gewesen, weil die hatten den obersten Stock ein Altersheim eingerichtet. Und immer wenn wir Probleme hatten mit den Fahrstühlen, ist man zwangsläufig immer oben bei diesen alten Menschen gelandet. Das ist sehr witzig. Und die kannten euch dann schon? Nee, die haben sich gewundert, wenn dann wieder Verletzte irgendwie oben ankam. Und du hast es vorhin schon erwähnt, du hast ja eine sehr vielschichtige Rolle. Du bist einerseits eine echte Zicke, andererseits aber auch sehr sensibel. Ist es gerade für eine Schauspielerin eine Herausforderung, so einen vielschichtigen Charakter zu spielen? Also es ist auf jeden Fall immer spannend und aufregend, einen gebrochenen Charakter zu spielen, weil sie ist ja nicht einfach nur schlicht böse, wie man es bei Comedy-Formaten ja auch spielen könnte, sondern sie ist einfach immer die Zweite gewesen, ihr ganzes Leben lang und nie die Erste. Und sie wurde einfach verbittert mit den Jahren und versucht sich jetzt eben das zu holen, was ihrer Meinung nach in ihrem Recht liegt. Hast du Reaktionen von deinen Fans auf die Rolle bekommen? Denn du hast ja zum Beispiel bei Verliebt in Berlin eine extrem positive Rolle gespielt. Also ein paar waren entsetzt, dass ich das so gut spielen kann und so, aber also eigentlich sind die Reaktionen durchweg positiv. Die freuen sich alle, mich auf dem Schirm zu sehen. Mhm. Und jetzt gibt es ja bei Dr. Stelby, du hast es vorhin schon erwähnt, einen netten Arzt und es gibt einen Womanizer. Und jetzt interessiert mich natürlich, wer kommt bei den Mädels besser an, der nette Arzt oder der Womanizer? Ich glaube leider Gottes, dass dann doch immer der Womanizer besser ankommt als der gute Arzt. Ich glaube, für mich persönlich oder ich glaube für die ganze Frauenwelt wäre eine Mischung aus beidem ganz gut. Also der Reiz darf natürlich nicht verloren gehen, aber jetzt so diesen immer, ich liebe dich, Schnuffi zu Hause zu haben, ist auch langweilig. Also so ein bisschen von beidem. Was ist in der zweiten Staffel anders als in der ersten? Es gibt noch einen Mann mehr. Es wird auf jeden Fall geheiratet. Okay. Und es wird noch ein bisschen krimi-mäßiger. Also da passieren schon viele interessante und spannende Dinge. Gibt es irgendwelche Highlights, die du vielleicht schon mal verraten kannst vorab? Oh Gott, es gibt so viele Highlights. Es gibt einen Millionär, den ich sehr spannend finde. Mhm. Diana hat einen Fallschirmsprung hinter sich. Aha. Es sind viele Sachen passiert. Ja, okay. Ich zerschneide ein Brautkleid. Also wieder die Zicke vom Dienst. Genau, immer das bösartige Luder. Okay. Wird es ein offenes Ende geben oder ist es dann wirklich abgeschlossen, die Geschichte? Sagen wir mal so, man könnte denken, es ist abgeschlossen, aber trotzdem ist da noch viel Platz für Neues. Also wir hoffen alle ganz stark, dass es eine dritte Staffel gibt. Mhm. Und das wird dann auch nochmal neu entschieden, wenn die Zuschauerzahlen entsprechend sind? Genau, die gucken sich halt 1, 2, 3 Folgen an und wenn es dann erfolgreich genug ist, drehen wir dann eine neue. Mhm. Und hast du noch andere Projekte Ende des Jahres geplant? Da sind einige Sachen da, aber ich fahre jetzt Gott sei Dank erstmal in Urlaub am Donnerstag mit meinem Freund nach Thailand, zwei Wochen am Strand liegen und danach kümmere ich mich wieder ums Business. So lange mache ich den Kopf auf. Du bist jetzt auch mein letztes Interview und dann ist erstmal vorbei. Das letzte Interview und das erste Interview, das exklusiv über Dr. Stylebaby berichtet. Das stimmt. Da sind wir sehr froh drüber. Ja. Okay, also wir halten fest, am 3. August Dr. Stylebaby einschalten. Viertel nach 8 kommt das immer auf RTL. 20.15 Uhr, genau. Okay, und Laura Oswald anschauen. Ja. Vielen Dank für das nette Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und ich werde einschalten. Ja, super, danke schön. Das war die aktuelle Ausgabe von StarTouch mit Laura Oswald. Alle Infos gibt es wie immer im Internet auf www.star-touch.de. Und beim nächsten Mal wird die ProSieben-TAF-Moderatorin Nela Pangili mein Gast sein. Ich freue mich drauf. Tschüss und bis bald.